Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin sehr müde, Chat. Wir waren bis 3 Uhr morgens online. Da musste ich noch Katzenklo etc. sauber machen. Musste mich noch um die kümmern. Außerdem haben die mich schlafen lassen. Die haben mich dann um 10 Uhr morgens geweckt. Und ja, jetzt sitze ich hier, habe ein paar Termine. Interessiert eh niemanden. Das Video ist mal ein bisschen anders, Freunde. Es sind keine Weekending-Highlights, es ist eher so ein paar Momente aus dem Stream. Aber keine richtigen Highlights. Was standen wir denn? Wir standen 11-2 oder so. Und dann hatte ich noch 7 Spiele offen, aber ich hatte da keinen Nerv. Das Problem ist, ich will die Weekend League jetzt zu Ende spielen, aber ich habe am Freitag keine 5 Spiele gemacht und musste mich da noch qualifizieren. Deswegen hatte ich da keinen Nerv mehr für. Und wir werden aber die Weekend League in Zukunft wieder zu Ende spielen. Das war eine Ausnahme, weil jetzt zweimal hintereinander da war, einmal Silvester und einmal war Weihnachten. Deswegen ging es nicht, dass ich am Freitag spielen konnte. Nichtsdestotrotz, Freunde, denke ich, euch wird das Video gefallen. Ist lustig geworden. Lasst ein Like auf das Video da. Ist völlig geisteskrank nochmal, was momentan in den Streams abgeht. Wir waren gestern 50.000 Live-Zuschauer auf Weekend League. 50.000. Ich war um 3 Uhr morgens noch online, da waren 25.000 Leute noch da. Also es ist völlig geisteskrank, was momentan abgeht. Ich hatte noch nie so eine erfolgreiche Phase in meiner YouTube-Laufbahn, Twitch-Laufbahn. Sehr verrückt. Ich weiß nicht mal, woran das so genau liegt. Es sind zwar Ferien und so, aber das war ja letztes Jahr auch. Und trotzdem Dankeschön an alle, die einschalten, an alle, die diesen YouTube-Kanal hier abonnieren. Wir wollen die 1 Million knacken. Wir stehen kurz vor 700.000. Also noch 15.000 Follower oder so. Lasst da gerne ein Follow da, lasst ein Like da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, Freunde. Ist Manni und Diego, sind die wach? So, die machen ganz auf die Röcklein auf. Kommen die gleich? Ich würde essen und dann kannst du hier mal herkommen. Okay, gut. Ich hab die so lieb. Diego, Manni? Ich hab sie so lieb. Ich auch, Chat, das ist echt komisch, ne? Also ich muss sagen, ich liebe die mehr als dich. Nein. Ich liebe sie auch mehr als dich. Ja. Ich aber mir macht es vielleicht wirklich keinen Spaß. Okay, wir verkaufen vielleicht mal den Dino. Oh, ne? Ey, ich schwör's euch, Yashin ist der schlechteste Torwart, den es gibt. Chesh Mitte oder Schmeichel Prime sollen die besten sein. Chesh Mitte oder Schmeichel Prime? Ich hab gehört, Donnarumma soll der beste sein. Digga, haben die alle den Arsch offen? Was ist mit dem? Warum? Was ist denn los mit denen da gerade? Der ganze Angriff. Erinnert mich bitte daran, 12. Minute euch was zu zeigen. Oh, das ist wunderbar, Jungs. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dienstleistungssöhne, wirklich. Die Server gemacht haben, Dienstleistungssöhne. Manfred? Falscher Zeitpunkt. Doch, er soll hierbleiben. Ich brauche hier einen kurzen Support. Ich spiele schon wieder gegen EA Sports und einen Gegner. Manfred? Warum lässt du ihn Manfred? Er hat Money. Gute Kugel. Also wenn Manfred jetzt hier... Manfred, guck's dir bitte an. Guck's dir mit deinen eigenen Augen an, Manfred. Wie ich hier krass schon wieder verarscht werde. Deine Freundin muss aus dem Zimmer. Trust me. Nein. Wer schreibt das? Irgendjemand auf dem Chat. Ich hab... 20-0 habe ich mit Melina als Coach geholt. Aber ich habe ja schon zweimal 20-0 geholt. Wie kann man die denn überhaupt checken? Ja, hier. Das ist es, Manfred. Gib mir eine Faust. Du machst ihm Angst. Gib mir eine Faust. Den mag ich auch nicht. Manfred. Ah ja, man sieht ihn. Den kleinen. Diego schläft noch. Er mag mich so doll, ne? Guck mal, er ist müde. Ah, was sagst du? Soll ich offensiv spielen oder? Das muss man erstmal ein bisschen zugucken. Ich muss mir ja erstmal eine Meinung bilden. Nein, Manni verlässt mich. Ja, Manni. Steck ihn durch. Okay. Mann, meine Spieler, kennt ihr das, Chat? Wenn so gar nichts geht, die Spieler so voll nichts funktioniert, die Spieler jeden Zweikampf verlieren und so? Das ist gerade bei mir so. Hier, der Mann will auch her. Diego? Diego, komm mal kurz ran. Diego! Oh, er hat den Schwarz eingefroren. Diego, ich brauche deine Hilfe. Meine EA Sports ist schon wieder völlig daran, mich. Ist schon wieder kurz und drauf, mich ins Loch zu stoßen. Der ist ein bisschen scheuer als er. Manfred, wohin? Linke Pfote für rechts, rechte Pfote für links. Oh mein Gott. Guckt euch diese Community an. Mann, Digga, was ist denn mit Yashin los? Ja, tschüss. Kommst du nach Hause? Bitte guckt es euch an.
Digga, was ist das für ein Dreckstorwart? Jetzt mal ehrlich. Mit seiner hässlichen Mütze. Wer spielt denn mit einer Mütze? Ich habe gerade gegen jemanden gespielt, der noch nie in seinem Leben mit irgendwelchen Freunden abgehangen hat, weil er keine Freunde hat. Und hast verloren? Nein, er hat 2-0 geführt. Ich habe das 2-2 gemacht, weil ich ein guter Spieler bin und vieles über mich ergehen lasse in diesem Spiel. Habe ich das 2-2 gemacht, dann habe ich gerade einen Elfmeter bekommen, kurz vor Schluss, in der 80. Minute. Hätte diesen Elfmeter wahrscheinlich reingeschossen, aber der Gegner ist gequittet beim Stand von 2-2 und deswegen habe ich keinen Sieg bekommen. Ah, scheiße. Aber du hast auch keine Niederlage. Hey, das ist ja voll ärgerlich. Und was ist, wenn es 2-1 steht und er quittet? Dann habe ich gewonnen. So, ich hasse diese FIFA-Leute. Erzähl du mal von deiner For You-Page auf TikTok, Edi. Digga, das war sehr unangenehm. Das war sowas von unangenehm. Es war 3 Uhr morgens. Erzähl du mal und dann erzähl ich meine Version. Ja, wir haben die gleiche Version. Ich sag doch, es war ungünstig. Edi geht auf TikTok. Da wird ihm so eine reizende Dame vorgeschlagen. So, er swipet weiter. Es kommt noch eine reizende Dame. Es swipet weiter. Es kommt noch eine. Deswegen bin ich der Streamer und du nicht. So, komm, du hast voll falsch erklärt. Wir haben über TikTok geredet, da meinte ich, meine For You-Page ist der Knüller. Meine For You-Page ist richtig cool. So, stimmt, das haben wir ja auch noch davor. Ich meinte, meine For You-Page ist nur Fußball und so. Da meinte sie, ja, okay, zeig mal deine TikTok For You-Page. Dann waren wir, okay, hier, ist mir doch egal. Weil es halt wirklich so, bei mir ist alles nur mit Fußball und so voll. Und es war ja nicht mal irgendwie eine, die einfach nur so geredet hat oder so. Das war einfach nur ein Po. Auf jeden Fall habe ich dann mein Handy genommen. Dann war das erste Video direkt so eine, eine Dame. Da meinte ich, ja, safe. Ist irgendwas Komisches so. Ist ein Bug. Ist ein Anzeige-Bug. Er guckt mich so an. Hut war falsch eingestellt. Er swipet weiter nochmal. Da kam nochmal eine. Kam 3 oder 4 nacheinander? Nee, es kam 3 nacheinander, glaube ich. Nee, 2 nacheinander. Es kam 2 hintereinander, dann eine Pause und dann wieder so eine. Ja, und dann war die Frau sehr angefressen. Deswegen. Die Frau war so angefressen. Ich war nicht angefressen, aber ich war ein bisschen verletzt. Du warst angefressen. Naja. Dann habe ich gesagt, hör mal zu, das ist wirklich. Sehe da keinen Fehler, sagt Cora. An sich ist es ja eigentlich in Ordnung, sage ich. Aber die For You gestaltet sich ja nach dem, was man sich gern anschaut. Waren die hübsch? Man hat kein Gesicht gesehen, aber der Rest war Ich gucke keine anderen Frauen an, ich interessiere mich nicht für andere. Ich gucke das manchmal. Also nein, nicht so, aber wenn die eine schöne Figur haben, kann man sie auch sagen. Wirkt es attraktiv, wenn ich so richtig gut spiele? Ja, ne? Auf dich jetzt. Das Ding ist, du könntest sie richtig schlecht spielen oder gut spielen. Ich würde es nicht mal erkennen, wenn da kein Punktestand stehen würde. Aber es wirkt sehr attraktiv, oder? Wow. Wenn jemand so kommt und lehnt sich so an so einen Stuhl und sagt so, hey, ich hab... Dann setzt er sein Headset an und fängt an zu suchten und schwitzt. Ja. Ich hab letztens so 30-0 geholt. Wow. So. Ich kann 90s. Kommt das nicht? Ich meine ehrlich, ich glaube, so Zocken an sich ist halt nicht... Ist das attraktiv? Ist das eine attraktive Handlung? Viele, ich finde... Guck mal, wie attraktiv ich hier gerade sitze. Nicht, mach Screenshots, so. Chat. Würdest du mich attraktiv finden, wenn ich da Sims spiele und rote Augen habe? Ja, wenn du da eventuell auch was organisierst. Also jetzt nur fürs Protokoll, es ist nicht attraktiv, während ich hier noch zu Null stehe und mein Gegner 3-1 einfach breche. Und er gleich heulend wegrennt zu seiner Mutter und sagt, Mama, kann ich ein paar PSN Karten? Ich habe gerade gegen den Full Team verloren. Das wirkt nicht attraktiv, wenn du auch sowas weißt, dass ich sie alle breche zu Hause, während sie zu Hause sind. Mental breche, Durchbrecher, mental auf einer mentalen Ebene halt. Also es wirkt nicht unattraktiv. Siehst du, und das ist es, Chat. Attraktiv ist es auch nicht. Es wirkt nicht unattraktiv, also das ist es. Es ist schon, man muss dich halt kennen. Wenn ich dich zum ersten Mal in meinem Leben sehen würde. Verliebt. Nein, und du hier so sitzt und einen kleinen Jungen fertig machst, der einfach nur zocken will, da würde ich mir so denken, was ist denn mit dem los? Ich will ihn nicht nur einfach fertig machen, ich will ihn ja mental brechen, das ist ein Unterschied. Ich möchte erreichen, dass er nie wieder in seinem Leben die PlayStation anmacht. Das ist mein großes Ziel. Dass er die PlayStation aus den Fenster wirft. Ich möchte deren Träume, was sie im Spiel haben, zerstören, wenn sie gegen mich spielen. Das ist mein Ziel, mein großes Ziel. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und das wirkt dann schon sehr... Frauen stehen doch auf dominante Männer. Edi! Also dominant er jetzt nicht. Edi hat so die Anleitung falsch verstanden. Wie cool ist übrigens ein Streamdeck? Das erleichtert einen Stream so krass. Hier, mein Gegner, zack. Reich, arm, Fame, nicht Fame. Das, was du von einem Tier bekommst, das ist real. Wenn ich mit irgendjemandem chill und der ist nett für mich zu mir, dann denke ich vielleicht, okay, der will vielleicht mal irgendwas irgendwas machen, so, keine Ahnung. Die sind so brutal süß. Wow, ich wollte sie mitnehmen. Ja, siehst du, Baby? Die sind super, die Dinger. Die Dinger vor allem, die Männer. Erstmal gehe ich 1 in Rückstand. Ach, ich war eigentlich da. Ach, Digga, diese scheiß Öler. Die ölen auch alle, weil man gute Packs wieder kriegt. Und Rotrudder ist auch einer der schlechtesten Pullets, die es jemals in einem FIFA gab.
Mann, Digga, es ist doch scheiße. Jedes Mal halten die jeden Scheiß und bei mir auf Ruth oder auf Maldini. Digga, guckt euch die Torhüter an. Guter Ball. Mann, Digga, was ist denn mit seinem scheiß Loris los? Könnte mein Nachbar sein, Chat? Wir hätten uns bedeckt. Es kann sein, dass mein Nachbar gerade auf dem Balkon ist, wenn du das hörst. Ich weiß, du hast Kinder, wir haben schon miteinander geredet. Amazon Prime ist kostenlos. Als ob es steht 0-0, es geht jetzt um 200.000 Euro. Der, der jetzt das Tor schießt, gewinnt 200.000 Euro. So, das... Ab jetzt. Mann, ich kann es doch einfach nicht mehr spielen. Ah, scheiß drauf. Scheiß drauf, ehrlich. Nein, nur nicht ganz so doll. Mein Brustkorb ist warm, Chat, es brodelt sich was zusammen, weil ich gerade darüber nachdenke, was ich alles nicht reingemacht habe. Letztendlich stehst du immer alleine da, hä? Wenn der reingeht, raste ich wirklich aus. Wie ist das möglich? Nein! Es ist scheiße, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr ausrasten, ich bin gesund. Ich habe mir vorgenommen, dass dieses Jahr anders wird. Dieses Jahr, ich habe mich so krass oft brechen lassen, man, dieses Spiel, dieses Jahr wird es anders. Dieses Jahr wird's anders! Ich kann gegen euch gewinnen! Wenn ich das sehe, dann fange ich hier fast an zu heulen. Ich schwör's euch. Das ist so krass! Dieses Spiel. Ich lieg am Boden, es holt sein Puller raus und es lacht und pisst auf mich und sagt, du Scheißknecht. Es ist unglaublich. Ich finde das so krass. Tut mir leid. Es kann nicht sein, ne? Und er heißt Juice WRLD und ich höre die ganze Zeit Juice WRLD. Ich schaue mir das jetzt mal an, es kann doch nicht weiter so weitergehen. Bitte keine dummen Bemerkungen. Nein, ich muss sagen, dass es echt ein bisschen unfair ist. Du hattest 12 Schüsse, wie kann er denn 3 Schüsse haben, aber 4 Tore? Das ist die Frage der Frage, das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Manfred, guck's dir an. Falls du jemals Kinder haben solltest, hol denen kein FIFA. Ja, besser ist es. Ja, gute Entscheidung. Und mal so gesehen brauchst du ja eh nur 16 Siege für die guten Rewards. Nein, es sind nämlich mittlerweile 19. Und mittlerweile kann sich dieses Spiel am Arsch lecken. Ich werde nicht 19 Spiele spielen. Ich kann das nicht, Melina. Es ist so scheiße. Es ist so schlimm, ne? Und jetzt werde ich gleich von irgend so einem kleinen Knechten markiert. Hab gegen Elias L97 gespielt. Konnte mein Spiel gewinnen. Aber postet die Statistik nicht und markiert mich und meinen ganzen Stammbaum. Manu und Diego werden gleich auch markiert. Das ist doch theoretisch streng genommen. Ein Spiel ist das nicht streng genommen, sondern wenn man es ganz nicht streng genommen sieht, ist das ein... Ich habe sowas noch nicht erlebt, ne? Also, Chat, dieses Spiel ist der Inbegriff von Verarschung. Es ist doch noch alles offen, du brauchst 19 Siege. Du hast doch noch die Chance dazu. Also, ich habe sowas noch nie mehr dem gesehen, Medina, ehrlich. Du musst dir mal meine Gegentore angucken. Wie hat dir die denn gemacht bei 3 Schüssen? Ich habe ein Eigentor geschossen. Ach so. Ja, okay. War einer deiner Schüsse ein Eigentor? Irgendwie finde ich das voll witzig. Da hast du gar nicht 12 Schüsse, sondern nur 11, ne? Wir bleiben noch im FIFA drin, Chat. Ich will später von. Auch hier, dass ich sowas nicht geblockt bekomme, weil mein Gegner wäre schon wieder er und seine Mutter da reingesprungen, um den scheiß Schuss zu blocken. Guck's dir an. Das ist scheiße. Nein, das ist die Wahrheit. So. Theoretisch könntest du 6 Schüsse haben und der Gegner 0, aber du könntest 6 Eigentore schießen. Philipp Lahm, mach doch deinen scheiß Fuß ein bisschen weiter runter nur. Und dann krieg ich so ein Eckengegentor auch. Ich habe noch nie so ein Eckengegentor kassiert. Normalerweise kriegst du ja so andere Eckengegentore mit seinem scheiß Van Dijk in Rot. Und dann das, ich hol mir von
paar Minuten Thundersack. Guckt es euch an. Wieso heißen die denn die Haribo? Weil es meine Lieblingssüßigkeiten sind. Das ist Thundersack. Mann, Digga. Nein. Soll ich dir mal was erzählen? Es macht keinen Sinn, sich über etwas aufzuregen. Es macht keinen Sinn, weil Patrick Vera eigentlich einen 40 cm hat. Der soll den da einfach runterhängen lassen. Das geht gar nicht. Der hätte den eigentlich blocken müssen. Rein theoretisch. Das ist jetzt der offizielle Beweis. Das ist der offizielle Beweis, dass dieses Spiel verkauft ist. Das ist, weil das getunnelt. Ist nicht möglich. Wieso nicht? Weil es, ich würde es dir zeigen, es geht eigentlich bis hierhin. Er hat drei Beine. Das geht gar nicht. Das ist der offizielle Beweis dafür. Bitte, bitte, guck mal. Ich soll gucken. Ja. Das geht nicht rein. Das geht nicht rein, alles. Das geht nicht rein. Und dann geht das direkt in eine Situation. Okay, der muss nicht rein. Aber mit ein bisschen Glück. Ich glaube, sogar den hält er jetzt auch. Das ist alles, ich schwör's euch. Da siehst du, wie geskriptet dieses Spiel ist. Ich kann 4 Tore schießen in dieser Situation. Ich schieße 0. Deswegen Sims 4. Nein, das ist auch funny, ey. Digga, die können mich alle so krass am schlecken da. Es ist so schlimm. So ein Scheißspiel, wirklich. Das ist der Wahnsinn. Mann, Digga, was ist denn mit meinen Torhütern los? Chat, ich erwarte ja gar nicht, dass die meine Torhüter die halten. Aber ich erwarte, dass die dann auch bei mir reingehen. Es ist voll krass, die sind richtig schlecht, meine Torhüter. Frag mal Damien, ob er einen Damien. Hat. Ja, frag den Damien Mann. Salvatore. Mann, aber R9 ist keiner von denen. Heute, es gibt eine feste Zeit, wir streamen maximal bis 3 Uhr. Meine Freundin war so traurig gestern, die saß auf dem Sofa und war richtig gebrochen. Ich meinte eigentlich, wir streamen bis 2 Uhr, dann wurde es 3 Uhr. Und dann wurde es aus 3 Uhr 5 Uhr, weil wir diesen scheiß Win nicht geholt haben. Super Ball. Nick, Niro, Flico. Danke für die Subs. Warte mal, ich muss erstmal das Spiel hier. Ah, perfekt. Kriege ich erstmal das 2-2. Nice, ehrlich. Nice, 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 nice. Wir spielen hier noch ein bisschen, wir gehen aber noch in die Reactions abends, also nach Fortnite. Wir gehen in Fortnite nachher noch. Oh nein. Das ist natürlich scheiße. Mann, und bei mir geht nie irgendwas rein. Das war auch schon wieder hier so ein Spiel, wo so vieles nicht reingeht. Mann, er kann sich nicht mehr drehen. Bruder, das kann nicht. Es ist... Das ist die heftigste Weekend League dieses Jahr, von Verarschungsfaktor her. Wirklich, wirklich, wirklich. Absolut geisteskrank. Es ist aber geil, Chat. Ihr versteht das doch gar nicht. Es ist wirklich cool und spaßig. Cool und spaßig zugleich beides. Cool und spaßig. Nein, nein, alles gut. Wir machen ja nur 11 Siege, aber es ist so spaßig. Ein spaßiges Game. Wie kann man denn so
werden die ganze Zeit vor diesen Spielen. Also jetzt wird es aber langsam wirklich sehr offiziell. Ist Elferschießen ist, was ist halt random, ne? Kannst du dreimal verschossen, dreimal links. Was soll ich euch erzählen? Okay, Melina. Der Chat, 67% sind der Meinung, du wirst innerhalb 12 Ingame-Minuten ein Gegentor kassieren. Ich wünsche dir viel Spaß. Du darfst 12 Minuten lang kein Gegentor kassieren. Warte mal, willst du mir nicht mehr sagen, welche Taste ich drücke? Ich hab's dir doch schon mal erklärt, also. Nein. Okay. Ganz. Zurück, ich will zurück. Okay. Das ist jetzt ein Team, okay, ich spiel. Warte, ich will die Formation ändern. Nein, nein, das ist wirklich scheiße. Das ist wichtig für mein Spiel. Wo mache ich das? Da muss ich alles wieder um. Okay, Gepär, ich mach das. Sag mir, was du machen möchtest, ich mach's dir. Ja. Ich möchte 5 Spieler in der Verteidigung haben. Nee, 6. G6 geht nicht. Ich möchte alle defensiv, so defensiv wie es geht. 6 Defensivspieler? Ja, also defensiv wie es geht, nicht auf Angriff. Also defensiver geht's wirklich kaum. Ich habe eine Idee, ich faule einfach die ganze Zeit. Also, das ist eine gute Idee. Also, 12 Minuten lang darfst du jetzt kein Gegentor kassieren. Deine Knöpfe, die du brauchst, sind... Sie sprintet ja mit meinen Taktiken. R1, damit rennst du schnell, Melina, damit rennst du schnell. Das hier ist passen. X ist passen. Damit passt du. Das wird wichtig sein, damit du nicht so lange ein Gegentor kassierst. Ich bin nervös, ich mag doch nicht. 12 Minuten lang. Bitte schon. Das ist deine Bühne. Wenn ich es nicht schaffe, kannst du quitten? Du spielst gegen Ruben, Dia und Rapids. Hier, ne? Ruben, wenn du Edi kennst. Mach jetzt. Verschone du musst mich anfangen. 10 Minuten lang. 12. Der denkt, du bist der übelste Schwitzer. Der auf der anderen Seite denkt, du hast gerade 5er-Kette mit R9. Der denkt, es ist in irgendein 15-Jähriger, der sich vorher noch ein Tutorial weißt von mir angeguckt hat. Aber ich tue ihm doch, indem ich jetzt schlecht bin, was Gutes. Mach. Du darfst 12 Minuten lang kein Gegentor kassieren. Bin du musst versuchen, lange schwarz? Den Ball zu halten. Was bin ich? Weiß. 1, 2, 3, Fokus. In welche Richtung muss ich? Nach rechts. Nach rechts. Da musst du hin. Los. Passen. Passen. X. Ich hab vergessen, welche Taste. X. Ja, okay. Lauf weg. Lauf weg. Zur Eckfahne. Ja, okay. Gut. Ist okay. Ist okay. Wie wechsle ich denn den Spiel? L1. Ja, ja, ja. Sehr gut. Umgrätschen vielleicht. Jemand? Ich versuch's. Mit O? Ganz ruhig, bleib ruhig. Ja, den behalte ich jetzt ein bisschen. Ja, ja, schieß den weg, schieß den weg. Wie lange darf ich ihn behalten? Noch 6 Sekunden. Gut, mach X. Ups. X. Drück immer die falsche Taste. Ja, 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 ist okay. Die Frau will gerne bei euch zu Hause. Renn. Ja, der war schneller. Nee, 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 Melina, oh, oh. Nein. Okay. 8 Minuten. Das war ein kleiner Spielfehler, ich hab den Ball. 8 Minuten, Chat. Mann, jetzt seh's. 8 Minuten. Oh, du spielst gegen R9. Bitte. 0 bis 9 Minuten. Du spielst gegen R9, Melina. Nimm den Controller in die Hand. Und du hast den Ball. 4x, 4x. In welche Richtung muss ich? Nach rechts. Aber versuch erstmal hinten rum zu spielen ein bisschen. Und dann den Ball wegzuschießen. Oben. Ne, okay. Jetzt musst du ihn. Spielerwechsel, R1. Alex! Ich weiß nicht. Ganz ruhig bleiben. Boah, der ist lost, der hat geschossen. Guck mal bitte Tiefe 1, wie die da hinten chillen. Macht dich super da. Das machen meine Gegner auch immer. Sie hat's, Chat. Sie hat's. Na, ja, das war ein bisschen doof vielleicht. Er hat noch einen Angriff. Schieß weg. Ich drücke mal die falsche Taste. Nein, schieß weg. Kreis. Alter Schwede. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Genau. Und jetzt ganz weg. Sie hat's, du hast es geschafft. Wie? Jetzt Angriff! Jetzt war er doch. Renn los, los, Vera. Ah. Oh, ich muss leider sein. GG ist in den Chat. Danke, Chat. Ihr habt an mich geglaubt. Mal gucken, wie lange du schaffst. Jetzt sind die nicht mehr so krass hinten. Vielleicht schaffst du ja wirklich mal ein Tor. Fuß vor, Fuß vor. Alles gut, Manuel Neuer ist da. Weiß ich nicht, okay. Nach vorne. X? Nochmal X? Ich versuch's doch. X? Schieß! Oh! Welcher Taste schieße ich denn? Mit der hier. Na, ich hab O gedrückt. Was, guck mal aber, was es über das Spiel aussagt, wenn ich die gar keine Ahnung hat. Wirklich, ne? Krass. Ich schwöre, das ist es, Chat. Deswegen ist sie meine Freundin. Sie versteht es. Sie hat keine Ahnung und sie hält durch. Lass sie mal in Fortnite einen Gunfight mit irgendjemandem haben. Da nichts passiert da. Da passiert gar nichts. Dieses Spiel ist nicht skilllastig. Hau ihn um. Gut, Spieler gewechselt da auf jeden Fall. Okay. Ja, okay, die Zeit, irgendwann passiert es halt. Irgendwann passiert es halt. Also die Zeit ist gekommen. Okay. 14 Minuten lang darfst du kein Gegentor kassieren. Du spielst gegen Hertha Vernelo. Falls er quittet, zählt das auch, Chat. Also warte mal, der ist ja ziemlich wahrscheinlich, dass er dich vielleicht kennt. Ja, das habe ich dann vorher hey, auch. Hey, lässt mich 14 Minuten durchhalten. Das ist doch gemein, der rennt direkt aufs Tor zu. Macht man halt so, ne?
Ganz kurz den Ball halten. Ja, ich musste ja erstmal identifizieren, wer ich bin. Mach L1, drück L1. Mann, ich vergesse die ganze Zeit, dass ich rot bin. Bleib ruhig mit L1. Bin nervös. Okay. Wie fein. Ich habe anstatt den Move-Stick die Pfeile gedrückt. Kein Wunder, dass das nicht geht. Steck, Dreieck. Manfred, sei leise. Jetzt bin ich wieder voll am Start. Ich habe die ganze falsche Taste gedrückt. Jetzt ist sie wieder voll am Start, Chat. Guck mal, bei ihr halten die besser als bei mir. Das ergibt gar keinen Sinn, ne? Ich schwör's dir, bei mir wäre der reingegangen. Sag dir ehrlich, wie kannst du dieses Spiel verlieren? Opa. Oh, oh. Manuel Neuer ist der beste Torwart. Ich glaube, es ist soweit. Oh, 13,55. Der Chat sieht größtenteils glücklich aus. 13,55. Ich glaub's nicht. Ich war kurz unaufmerksam und dann ist es passiert. Guck mal hier, ich habe ein Dreier-Set bekommen, ein 50k-Pack und ein 125k-Pack. Ja, dann geh auf Toilette, ich mach sie auf. Manfred soll hier ein Pack. Die drei Packs machst du auf. Nichts abstoßen. Das könnte man jetzt machen. Ich glaube, ich mach's richtig, oder? Mach's doch richtig, warum lacht ihr alle? Süßer. Ich hab dir hier ein paar gute Spieler ausgewählt. Was machst du? Das waren die Besten. Mann, ehrlich, das ist doch scheiße. Aber ehrlich, das waren die Besten. Manfred und Diego sind sauer auf dich. Diego guckt dir an, was sie gemacht hat. Das ist dein Pack. Nein, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße von dir. Diego wollte die Packs aufmachen. Oh nein, Diego. Guck, wie er mich anguckt. Er hatet mich. Was labert ihr? Die machen nur einen Prank. Was? Nein, nein, ganz gut. Guck mal, wir können ja jetzt spielen, ob du es auch so machen würdest oder nicht. Okay. Das können wir ja mal. Wo ist Diego? Ich habe immer Angst, dass ich ihn mit meinem Stuhl überrolle. Kannst du die Aufnahme starten? Hätte ich auch genommen. Jetzt bin ich schon mal gespannt. Besser ist es. Besser ist es. Ich habe extra die Besten und ihr genommen. Seid alles schlechte Menschen im Chat. Ihr seid alles schlechte Menschen. Ach, die haben mich verarscht. Dankeschön, Niklas, für den 10er. Kein Problem. Eike, wenn ein Eike kommt, heirate ich dich sofort. Kommt nicht. Du hast die Chance. Danke, Edi. Ja, Leute, wenn eure Freundin heiraten will, aber ihr nicht, dann sagt ihr einfach, sie sollen ein paar 100k-Pack aufmachen. Und wenn dann keine Ikone kommt, dann ist sie halt selber schuld, weil sie hatte ja die Chance, euch zu heiraten.